Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Nina von Ninas Kreativreich und wir werkeln heute zusammen eine Popcorn-Box. Und dazu nutzen wir das Standset von Simple and Basic. Und zwar ist das dieses hier. So sieht man es, glaube ich, besser. So, dazu habe ich mir Faltkarten-Cardstock ausgesucht in Strukturpuder-Rosa. Einmal das. Die Nummer, falls ihr das raussuchen möchtet. Und passend dazu nehme ich das Designpapierstreifen. Und zwar auch in Puderrosa Weiß. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, damit das Video nicht zu lang wird. Und habe schon mal ein bisschen was ausgestanzt. Und zwar so habe ich ausgestanzt. Ein bisschen hier runter. Zweimal. Ich das direkt so zweimal hier dieses Grundgerüst, dann vier Seiten. Da gibt es zwei Stanzen in dem Set, damit man sofort zwei stanzen kann, dass man nicht viermal kurbeln muss. So, zwar viermal hier aus dem Streifen, dann einmal für den Deckel und Puderrosa den Cardstock. Dann so. Einmal hier den Aufleger und diesen hier für den Deckel. Und dann habe ich mir das MFT Love Speech Bubble Set nochmal dazu genommen und auch nochmal in Puderrosa hier so ein paar Herzsprechblasen ausgestanzt. Da möchte ich mit dekorieren. Um das Ganze noch weiter zu dekorieren, habe ich mir von Kulrike diesen Felix hier ausgesucht. So, den werden wir verarbeiten. Und hier auf diese kleine Lasche, da möchte ich viel Glück stempeln. Das mache ich jetzt sofort, bevor wir alles zusammenkleben. Dazu nehme ich mir einmal hier das Faltkartenstempelkissen, das Inkpad in Schwarz. Ein Acrylblock dazu. So, die Lasche wird vorne so, dass man das auch richtig rum hat. Diese Einkerbungen sind dann hier unten. Ich ziehe das einmal zu mir ran, damit ich besser stempeln kann. So, genau, dann haben wir den Spruch schon drin. So, die Produkte, die ich hier verwende, die werde ich euch wieder verlinken, dass ihr wisst auch, welche Sets hier das zum Beispiel sind. Und dieses hier. Und natürlich sonst, was ich auch verwendet habe oder verwende. So, wir kleben schon mal zusammen. Und zwar nehme ich da jetzt Flüssigkleber. Wir falzen aber vorher einmal hier vorsichtig alles nach. So, jetzt habe ich die schon mal vorgefalzt. Nehme ich mir jetzt Flüssigkleber. Nehmt am besten einen, der klar wegtrocknet, falls ihr mal hier so ein bisschen kleckert. So, und dann kurz vor der Falz ankleben. Da, das meine ich.
ich hole dich mal ran. Also hier kurz vor der Hals und gucken, dass es schön gerade ist. So, genau. Gut, andrücken. So, dann könnt ihr das hier so einmal ranhalten, dass das passt. Ich kontrolliere das gerne vorher noch mal vom Kleben, aber das kommt gut aus. So. Auch hier wieder kurz vor die Falz. Und schauen, dass es oben und unten gut abschließt. Denn sonst steht die nachher nicht gerade. So. Bevor wir jetzt den Boden zukleben, mache ich noch die Seite. Hättet ihr jetzt auch als ersten Schritt machen können, je nachdem wie ihr mögt. Also ich mache das gerne, solange das noch hier flach aufliegt. So, dann brauchen wir auch noch hier den Deckel der Box. Da falze ich mir jetzt auch einmal die Linien vor. Die Falzkanten sind hier sehr gut vorgegeben. Hier beim Deckel klebe ich das jetzt sofort auf. Da schaue ich einmal, wie das Papier so kommt es aus. An dieser Stelle habe ich vergessen, wollte ich noch einen Magneten ankleben. Das können wir jetzt aber noch vorne, dass man das nicht so sieht. Dann mache ich mir jetzt einmal hier ein Stück Klebeband dran. Und ungefähr mittig bringe ich einen kleinen Magneten an. Und dann kann ich das aufkleben.
So, man hätte den jetzt auch hier drunter machen können. Das hatte ich jetzt bei der ersten Box gemacht. Man braucht ihn eigentlich gar nicht machen. Ich finde aber, sie schließt dann schöner. So, genau. Dann schauen wir gleich, wo der Magnet hier hin kann. Den könnte man auch noch innen kleben, dass man den dann gar nicht sieht. Da würde ich jetzt aber eben einmal schauen, ob da, der da stark genug für ist. So, dazu einfach den Deckel hier so dran. Spart man sich, wenn man das halt vorher aufklebt. Ja, der ist stark genug. Genau. Ja. Ups. Dann kann ich das gleich. Obwohl, hier könnte ich jetzt eigentlich direkt schauen, wo er hin kann. An welche Stelle? Dann klebe ich ihn hier einmal an. So. Dann können wir hier unten einmal alles zusammenkleben. So, und zwar ist das ja die Vorderseite. Dann möchte ich hier vorne diese schöne Kante haben. Deswegen klappe ich es jetzt so herum. So, kann man das auch umdrehen. Auf einer Unterlage wie dieser hier könnt ihr auch sehen, ob der Boden jetzt gerade ist und dann einmal hier feste drüber. Der Magnet klebt auch schon. So, dann können wir einmal hier den Deckel einkleben. Dazu brauchen wir hier mal Flüssigkleber. So, hier haben wir ja jetzt entschieden, dass vorne ist. Klappe ich mir das hier einmal ein und klebe es hier bündig an. Die Reihenfolge, wie ihr was klebt, das könnt ihr natürlich für euch selbst entscheiden.
So, ich lasse das ganz kurz trocknen, damit der Kleber schön ansieht. In der Zwischenzeit kolorieren wir mit euch dieses Kerlchen hier. Bis gleich!
So, jetzt kleben wir noch flott die Dekoration auf und dann wäre die Box auch schon fertig. Den mache ich einmal hier vorne drauf. So, und fertig wäre die Box. So sieht sie einmal aus. Passt auch gut was rein. Also ich finde, die Größe ist super. Und das ist meine Schere hier, dass ihr mal so einen Vergleich habt. Die kleine Schere verschwindet fast komplett. Und ja, ich finde, ist so ein kleines süßes Geschenk, das man super schön individuell gestalten kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.